EM-Rentenzuschlag bis 7,5% wird an die Grundsicherung angerechnet. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Zum 1.7. oder ab dem 1.7.2024 soll es ja den Zuschlag an höherer Rente bis 7,5% geben. Und dieser Zuschlag erreicht ja viele EM-Rentnerinnen und EM-Rentner. Und da sind ja auch viele dabei, die Grundsicherungsleistungen erhalten. Und wie es nicht anders will, da dieser Extrazuschlag an Rente eine Rentenleistung ist, wird dieser Zuschlag bei Grundsicherungsleistungen voll an die Grundsicherung angerechnet oder bei Bürgergeld eben auch beim Bürgergeld angerechnet. So einfach ist die Rechtslage. Das heißt also, viele von unseren erwartungsfrohen Rentnerinnen und Rentnern, die diesen Zuschlag 7,5% haben wollen, werden ab dem 1.7. wahrscheinlich entweder voll oder teilweise in die Röhre gucken, denn das Grundsicherungsamt kann diesen Zuschlag, diesen Extrazuschlag voll an die Grundsicherung anrechnen. Ja, so ist die Rechtslage. Leider ist das so. Rein in die Tasche, raus in die Tasche. Leider kann ich Ihnen keine besseren Nachrichten geben. Ja, das soll es gewesen sein zum sogenannten Zuschlag an Extrarente bis 7,5% anrechenbar an die Grundsicherung. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.